So, meine lieben Freunde, wir haben gerade eben die Speicherkarte geholt, mit meiner Schwester Rina. Und heute geht's los. Wir drehen das dritte Video, Drehtag Nummer 1, Video zum Song Drogen und uns. Bisschen aufgeregt? Ja. Aber ich glaube, ich werde die Rolle gut spielen. Glaube ich auch. Wir haben gerade Rinas Baby abgeholt. Rinas Fake Baby. Und seine Spielsachen. Und jetzt sind wir eigentlich fast fertig mit allen Organisationen. Wen haben wir denn da? Tyler, mein Freund. Jetzt sieht man dich. Tyler, mein Bruder. Wie geht's dir? Alles gut? Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Bist du ready, mein Bruder? Ja. Ja? Heute wird sehr, 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 sehr stressig, aber es war nie anders. Sense Media. Es kann losgehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof. In Klammern rote Zone und werden mit den ersten Szenen anfangen. Ich freue mich, es ist wieder 17 Uhr und wir fangen erst jetzt an zu drehen, aber es ist irgendwie jedes Mal so, gell, Tylo? Unser Bruder Ego ist natürlich auch am Start. Jetzt brauchen wir unser Fake Baby. Warte mal noch mal kurz die Klappe zu, weil ich habe da gerade was ganz, ganz krasses gesehen. Ideal, Baby. Oh, sie hat ihre Augen geöffnet. Hello, Baby! Dieses Teil in seinem Auto gelassen, damit die Leute denken, hey, der ist aggressiv. Ich bin dein Auto, hey. Oui, Marseille, vive l'Algérie. Ich bin ein Algerien. Ich vis en France. Yeah. Mon Baby, Camilla, je t'aime. Wieder genau dieser Moment, von dem ich vorhin geredet habe. Bevor ich drehe und immer an dem Tag, wo wir drehen müssen, einen Tag vorher, denke ich so, ey, das wird scheiße. Ich werde das neue Video niemals toppen können und. Aber dann gibt es einige Szenen und ich weiß, das Video ist schon zu 80% im Kasten. Und gerade war das war so ein Shot. Sense Media in the building's way. Gib dir die Tasche auf den Roller, da wird nicht piepen. Oder? Take a break. Sense Media is in the building's way. Alles läuft hier rum, gell? Meine Freunde, ich sag euch, wie es ist. Ich fühle mich richtig hilflos. Ich, nochmal. So, da muss ein Cut kommen, weißt du? Cut. Der Plan ist super, aber die Umsetzung bisher ist Freestyle. Wenn du einen Plan hast, ist es schon mal sehr, sehr gut. Aber ein Plan alleine reicht auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt automatisch spielen. Viel Spaß. Sense Media in the building's way. Drehtag 1. Es fühlt sich an, als ob wir noch gar nichts im Kasten haben. Und ich weiß, das Video ist schon zu 80% im Kasten. Das fühlt sich gar nicht gut an. Wir fahren jetzt in die Base, ins Idealstudio. Wir werden dort nochmal einen genauen Plan machen. Versuchen, eine Struktur zu schaffen. Weil, so wie es jetzt gerade aussieht, darf es nicht aussehen, soll es nicht aussehen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, was wir machen wollen. Aber irgendwie, es fehlt noch die Essenz. Was meinst du mit Essenz? Ja, wir haben so den groben Plan und wir haben so ungefähr eine Vision, wie es aussehen soll. Aber das, was das Video ausmacht, was es so richtig einen Wow-Effekt macht, das haben genau. Wir. Bei dem letzten Video gab es mehrere Wow-Effekte, weißt du? So? Es gab mehrere Momente so. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Idee. Okay, jetzt. Hast du auch gerade wegen Fluss kommt, Fluss geht eine Idee bekommen? Nein, ich habe auf die Idee aufgebaut, aber was anderes. Ich habe diese Idee bekommen. Ja, Fluss kommt, Fluss geht, so eine Mutter im Video mit einem Kind bei Azabeth. Ja. Ja, ich bin dann diese Mutter. Aber dann müsste Emin dein Freund sein. Meine Idee ist es, abgesehen jetzt von den Szenen, die wir mit Wiener machen, das ist ja jetzt die Mutter des Kindes. Und du hast ja schon Ideen gehabt für den Vater mit Unterhemd und so. Mhm. Wir gehen mit dem Vater in den Billard-Sendung von Bitter und er kackt da so ein bisschen ab, spielt auf Garos Dings, Billard und so, solche Bilder noch parallel dazu. Während sie gerade so halt flüchtet und mit dem Baby halt unterwegs ist, ist der gerade so am Billard spielen, so in dieser düsteren Atmosphäre. Baba? Okay, das kann man auch. Ihr seht selber, es geht Schlag auf Schlag. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Studio und wir hören uns wieder. Sense Media. Wir schauen gerade die Szenen an, die wir bis jetzt gedreht haben. Es sind auf jeden Fall einige Sachen ändern, aber es sind auf jeden Fall gute Sachen dabei. Das muss man sagen. Sense Media. Am besten wäre es, wenn wir in deiner Wohnung drehen können. Oh shit. Mama ruft an. 3,
14. Sie verlässt das Haus. 14. Wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich bin heute schon etwas länger wach. Zweiter Drehtag. Teile euch schon unten. Der wartet wie immer auf mich. Und ja, this is the fit of the day. Since Miller is in the building's way. Aufgefallen ist, gell? Wenn du Szenen filmst, du willst immer dann genau Rekord drücken, wenn die Aufnahme anfangen soll. Ich muss schon früher Rekorden. Nach diesem Vorlauf. Ja, 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 ja. Weil manchmal ist es doch gecuttet. Ja. Am Anfang hört man nur ganz kurz, wie du redest, aber ja, weiß nicht mehr. Ja. Dankeschön. Auf uns warten liebe Rina, der liebe Kasar. Das Baby ist hier unter dem Karton. Hier ist das Baby. Ich hoffe, wir kriegen heute alles gebacken. Der Plan steht, alles passt eigentlich. Ich bin da guter Dinge. Wir machen das schon. Das Wetter ist auch perfekt. Trist, grau. Genauso wie wir es brauchen. Optimal. Bis nächstes Mal. Hallo. Hallo. Ja, mein neues Baby. Neuer Schauspieler. Neuer Tag. Neuer Schauspieler. Unser Bruder Kasar ist auch da. Aus wie ich? Du musst ja einen Namen aus. Moin, unser Bruder. Ohne Cleef läuft alles schief. Schon wieder läuft alles schief ohne Cleef. Cleef hat das Baby organisiert. Ist eben frisch geboren. Wir legen jetzt los. Siehst du, du bist ein guter Vater. Wenn du gerade kein Bier trinkst und nicht im Billard-Kaffee rumhängst, machst du deinen Job, deinen Job eigentlich gut. Rina hält ihr Baby und singt im Zimmer. 2. Sie wickelt ihr Baby und bringt es zum Lachen. 3. Ihr Freund kommt rein. 4. Er pöbelt rum und beleidigt sie. 5. Sie ist verzweifelt. 6. Sie umarmt ihr Baby, weint. Schaut aus dem Fenster. Sieht auf die Spitze des Berges. Die sieht auf der Spitze des Berges. Alles ist grau, alles ist schwarz-weiß. Aber die sieht, dass da oben irgendwas ist grün. Weißt du, was ich meine? Die ist sich aber nicht sicher. Sie überlegt, ins Frauenheim abzuhauen. Sie wartet, bis sie von zu Hause weg ist. Sie googelt Frauenheim. Rina packt das Nötigste. Sie verlässt das Haus. Leicht paranoid läuft sie zur Bahn. Warum leicht paranoid? Weil du hast viele Leute, Freunde, dies, das. Falls sie irgendeiner sieht, dir Bescheid gibt, deine Frau ist gerade rausgegangen. Weißt du, was ich meine? Er kennt, dass ihr Baby Farbe verliert. Also entscheidet sie sich im letzten Moment. Ich gehe zum Berg. Hallo. Der kleine arabische König ist auch natürlich da. Ja, was sagt ihr? Mein Bruder, mein Nürnberger Schreiger. Ich bin doch da. Saint Emilia is in the buildings way. Getränkequelle Bornheim. Schreibt euch die Nummer auf. Also du musst mir die Frequenz, okay, die Frequenz sieben erklären. Du springst die ganze Zeit vom Thema. Okay. Nee, die langsam. Ey Jungs, ich liebe euch, gell? Und das ist sehr schön Frequenz. Aber Walla, wir haben einen Zeitplan, den wir einhalten. Oh, ihr habt einen Zeitplan. Ein paar Sekunden später. Da ist es. Lass es einfach durch dich durchgehen. Ich glaube, ich krieg Hate. Sag denen, dass ich ein lieber Kerl bin, Alter. Und dass ich keine haten soll. Und ich eigentlich voll lieb bin. Er ist eigentlich sehr, sehr nett. Richtig, hab ich dir gesagt. Rego, amigo. Rego, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. A-M-I-G-O. Oh. Mein Bruder Kasar wird dieses Jahr wieder Vollgas geben. 24 wird ein Jahr, mein Bruder. Ich hoffe, mein Bruder. Vollgas, direkt nach vorne. Egal, ob es Krisen gab oder nicht. Die wird es immer wieder geben. Du bist mein Baby und NFC. Er ist eigentlich sehr, sehr nett. Bruh. Ja, ich mach so mit meiner Frau. Er ist eigentlich sehr, sehr nett. Ich schlug. Ich muss schon früher recorden. Nach diesem Vorlauf. Ja, ja, ja. Was? Wir sind fertig, Freunde. Video 3 ist im Kasten. 3. Ja, Mann. Unser Buddy ist am Start. Malle! Malle! Und jetzt gehen wir ins Studio. Das Ding fertig cutten. Der wahre Stress geht erst jetzt los. Aber wir kriegen das hin. Wer gute Videos macht, wer gut schauspielt, wer gute Fotos macht, braucht auch eine gute Mahlzeit. Deswegen, ich werde heute kochen für uns. Und es wird geben Mac and Cheese mit Chili con Carne. Wird lecker, glaub mir. Wir sind hier bei unserem Bruder Ehren. So absolut der Chi und Chefkoch. Ich mach uns das schon beim Video. Ja, locker. Hat Käse geschickt. Das sieht aus wie Szene von Scarface, wo Tony Montana auf den Tisch, aber bei dir ist Käse. Molle! Das ist ein Bravo-Video, das wird schon wieder. Ich sag's! So, wir sind jetzt bei der Szene, wo man das erste Mal Farbe im Video sieht. Und zwar beim Hügel. Der Hügel, der frei ist von Drogen, Sucht, Gewalt, Kriminalität, Enttäuschung, Hass und vom ganzen Alltagsstress der grauen Stadt, in der Rina auch anschließend flüchten wird. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Brutal. Saint Emilia. Meister Tylo.
Was ist dein zweiter Nickname? Was ist dein zweiten? Tyler Shoot. Tyler Shoot, genau. Okay. Wie Tyler Hot. Aber dann brauchst du noch einen, was gar nichts mit T und Tyler ist. Okay, gib mir einen. Okay, ich komm drauf zurück. Mein Spitzname für Tyler? Überlegt. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr. 1:08 Uhr. Hier ist Knockout. Wie geht's dir, Toni? Aber ich bin sehr müde. Wir alle, Bruder. Es ist 5 Uhr morgens. Ich bin platt. Jeder ist platt. Das nächste Ding ist, in 6 Stunden muss ich einmal fit sein. In 6 Stunden ist Treffpunkt zum Drehen. Ehrlich? Aber? Straßensache. Schönen guten Morgen, meine Freunde. Wir haben uns heute getroffen zum ersten Drehtag, zu der Single Bevor du gehst. Brothers, habt ihr gut gepennt? Kurz, aber gut. Gut geschlafen? War einfach glücklich, Alter. Sonne hat einfach gekickt. Freunde der Sonne, wir kommen Gott sei Dank sehr gut voran. Wir haben hier ein neues Gesicht. Wie heißt du? Ich heiße Bertha, Bruder. Dann haben wir zwei wunderbare Schauspieler. Möchtet ihr euch einmal selber vorstellen? Ladies first. Tara. Was geht schon? Hallo. Timo Westerfan. Und wo ist Cleef? Ohne Cleef läuft alles schief. Mein Brudi. Sensimilia. Ich schaffe nach all den Jahren eine Bahn für uns ganz alleine. Sensimilia. Unser kleiner Bruder macht gerade Praktikum bei 385 Ideal. Das ist ein sehr, sehr höflicher Junge. Ich mag ihn wirklich sehr und fleißig. Und genau das solltet ihr auch sein. Niemals warten und hey, ich hab noch Zeit. Du hast keine Zeit. Gib Gas, beweg deinen Arsch. Und dann schon wieder sind wir in Sachsenhausen bei unserem Lieblings. Ja. Gute Späti. Alex, Alex, wie geht es dir, Bruder? Danke schön. Bruder Alex. Hallo Leute. Hey. Hallo Leute, Maschallah. Schöne Morgen. Ihr müsst diese Filme sehen. Bald kommt diese Filme im Kino. Und auf DVD und Blu-ray und 3D Blu-ray. Espa, unsere Firma. Frischer Markt. Jawohl. Oh, Maschallah. Dankeschön. Drehschluss! Sismilia! Wir gehen jetzt ins Studio und cutten das Video, welches wir gestern fertig gedreht haben. Drogen und uns, starring Rina und Kazar. Im Anschluss darauf schauen wir uns mal einfach grob unsere Aufnahmen durch, die wir von heute haben. Einfach mal ein bisschen sortieren. Und dann kann man morgen in Ruhe schneiden, oder? Morgen müssen wir auch eine Hörprobe drehen. Zu den neuen. Genau. Und wie fandest du es heute? Also so an sich war es eigentlich angenehm heute. Nur der wenig Schlaf hat es ein bisschen anstrengend gemacht, aber it is what it is. Gott sei Dank, Tyler. Haben wir A, wenig Schlaf von viel Arbeit und nicht von Drogen und Party und weißt du was ich meine? Nein, nein. Faulheit. Und B, Gott sei Dank, dass wir trotzdem all das schaffen. Ja, Mann. Weißt du? Ich glaube, wir werden auf jeden Fall hundertprozentig, das steht auf jeden Fall fest, dass wir dieses Jahr sind zwei Burnouts garantiert. Die Idealvorstellung ist, dass wenn man gut arbeitet und vorarbeitet, dass man sagen kann, ey, wir gönnen uns jetzt 2 Wochen Urlaub. Und uns ausruhen, Kraft sammeln, das darf man nicht unterschätzen, Tyler. Weil alles, was wir machen, ist Arbeit, Bro. John, wie war es für dich? Gut, Bruder. Es war heute ein sehr, sehr guter Dreh. Geiles Wetter. Moallem. Moallem! Alle! Wir haben mich gefickt in diesem Morgen. Was geht? Erzähl, wie war's? Bruder, hat Spaß gemacht zuzuschauen, auf jeden Fall. Professionelle Arbeit, Profis am Werk. Man lernt halt dazu mit der Zeit. Und es kommt darauf an, ob man das, was man lernt, nutzt oder nicht nutzt. Okay, Jungs, wir sind abgedreht. Riesen Dank an Nima. Der Bro. Dank an dich und das ganze Team. Idol, an das ganze Team, film alle mit. Tyler und John. Danke, dass du da warst, wirklich. War uns eine Ehre. Ja. Und ja, Mann, ich weiß nicht, wenn ihr den Vlog seht, dann habt ihr das Video bestimmt schon gesehen. Schreibt selber in die Kommentare, wie fandet ihr den Bruder, den Namen,
sind hier oben irgendwo links, rechts. Folgt sein Instagram, seinen Socials. Wir geben alles, um das Video von gestern fertig zu machen. Okay. Wir haben heute eine Mission. Lass uns ganz kurz, bevor wir anfangen, heute nochmal alle zusammen das zweimal angucken und dann gibt jeder nacheinander seine Meinung. Pedro Fleisch. Trabajo. Wir haben gearbeitet, früher, wir haben gehustelt. Wir haben unsere Vision umgesetzt, beziehungsweise die Vision von niemandem. Vielleicht dieses Bild, wo sie rennt, und, gell? Ja, Mann. So. Komm, wir machen Beats, mach rechts. Was geht ab bei den Freunden aus der Welle, Motherfuck hier? Auf jeden Fall, wir sind live aus dem Studio. Ein brutales Video gemacht. Director ist Nimo und Tailo hat's geschnitten. Wie fühlst du dich? Ich bin kaputt. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Erzähl mal ein bisschen was. Ich bin gerade dabei, das ganze Musikvideo des Baby nur in Farbe zu lassen. Versteht ihr? Das heißt, dein Kopf ist gestürzt. Ey, guck mal, wie viel Uhr wir haben. 4.45 Uhr, oha! Was heißt 444? Ich google. Der verweist dich darauf hin, dass du auf dem besten Wege bist, deine Ziele zu erreichen. Hast du gehört, Tailo? Dafür ist jedoch noch etwas Arbeit und Ausdauer notwendig. Ich finde, das ist sehr zutreffend gerade auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Check, dass ich fühle. Ich verstehst du? Vorhin 4.44 Uhr, jetzt 5.55 Uhr. Krass. Alle Wohnungen kommen, außer ich und Teile. Mhm. Wir sind noch wie Soldaten, wie die einen. Was, Bruder? Du stehst die Dates an. Oh mein Gott. Denselben Moment die ganze Zeit. Nee, Flo. Was? Total schön. Ja, wieder geschafft. Diesmal sogar on time. Last minute einfach. Same as in the buildings way. Meine ehrenwerten Freunde, wie ihr sehen könnt, befinden uns gerade in einem tunnelförmigen Fluchtweg. Wir flüchten vor der Realität, vor den Medien, wir flüchten vor der Gewalt. Wir flüchten vor Verachtung, wir flüchten vor Rassismus, wir flüchten vor Diskriminierung. Wir flüchten! Wir flüchten von euch, wir flüchten von euren Lügen, wir flüchten. Wir flüchten vor euren ekelhaften Pflichten und euren Gesichtern. Wir flüchten! Jubel! Jubel! Ey, Tailo ist echt einzigartig. Wallah, ich liebe ihn, Alter. Guck mal, er hat eine analoge Kamera, ja? Und wir müssen die Filme jetzt entwickeln lassen. Und du hast 36 Bilder, glaube ich, auf einer Rolle, oder? Ja. Und der hat die Rolle... der hat die Rolle noch nicht fertig gemacht. Ja, also das heißt, der kann noch ein paar Fotos schießen. Und wir sind gerade auf dem Weg zu diesem Fotoladen, um uns abzugeben. Der fährt einfach Auto und fotografiert irgendwelche Scheiße. Was zum Teufel hast du hier gesehen, dass du fotografierst? Der ist zu hart, Bruder. Wie ihr sehen könnt im Studio und werden jetzt etwas arbeiten. Besuch aus Berlin. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie heißt ihr? Das ist Murat. Das ist Lars. Hi. Hi. Hallo. Wie seid ihr hierher gekommen? Mit dem Kfz. War die Fahrt angenehm? Ja. Das freut uns.
Ihr habt den Beat produziert zum Song Bevor du gehst. Wollt ihr was zu der Produktion erzählen? Dankeschön für das Interview. Auf Wiedersehen. Kurzes Update. Wir müssen weiter drehen, weil wir haben noch nicht genug. Hier wieder bei Esper Market. Wir müssen noch eine Szene nachdrehen. Ich schwöre, ich schäme mich so, die Musik hier anzumachen. Komm, was im Hintergrund läuft. Aber der Chef ist sehr, sehr korrekt. Vielen, vielen Dank an das gesamte Team vom Esper Market. Wir werden irgendwo auf jeden Fall die Adresse verlinken in Sachsenhausen. Aber alle, die von hier kommen, aus der Ecke von Sachsenhausen, die kennen den Market sowieso. Ladies and gentlemen, my name is Nemo and this is my partner, his name is Tyler. We are producers. Hello, ladies and gentlemen, welcome to the new video. Joa, was geht denn ab, Alter? Schöner Mann. Live aus Schule. Schneller Mann. Ach, Gott, der fuck. Jawohl. Reicher Mann. Kreativer Mann. Sympathischer Mann. Stylischer Mann. Das ist die schwerste Geburt von allen. Bis jetzt auf jeden Fall das Schwierigste. Normalerweise, wir geben uns irgendwie nach jeden zwei Schnitten so einen Check, weil wir uns freuen. Aber bei dem seit drei Stunden war kein Check mehr und wir haben schon kurz an unserer Dings gezweifelt. Es war eine sehr, 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 sehr schwierige Geburt. Ich sag's euch offen und ehrlich. Ja. Es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Geburt. Wir sind jetzt fertig geworden. Jungs, guck mal. Wenn ihr das gleiche Richtung wollt, in der Küche gibt's alles getrost, dies alte Milch. Das werden wir auf jeden Fall gleich tun, 100%. Das Videopremiere. Wir nehmen jetzt noch ein Wort neu auf und anschließend lege ich in den Kosovo. Weiter, du willst auch Hallo sagen? Hallo. Ihr habt gerade das Video zum ersten Mal gesehen, was sagt ihr? Ehrlich, ich meine, wie schlecht war es? 1 bis 10. Was ist 10? 10 ist das Schlechteste. 10. Ja, perfekt. Ja. Endlich, Bruder. Wenigstens seid ihr ehrlich. Guck mal, wie in die Kamera. Ey, du kleiner Schauspieler. Amigos, 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 amigos,